Diese Seeluft, was? Ja, das ist der salzige Duft der Freiheit, nicht wahr? Dieses ganz besondere. Moment mal, aber da winkt doch einer. Na, winkt doch einer. Wo? Wo? Da, da, unten, da. Oh, da. Mann über Bord! Mann über Bord! Nein, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Was? Ich glaube, der war gar nicht an Bord. Was? Nein, der hat. Nein, nein. Ich glaube, der hat gar kein All-You-Can-Eat-Bändchen. Oh. Können Sie noch mal winken? Tatsächlich, er hat keins. Falscher Alarm! Ja, hätte mich auch gewundert, ich habe gar keinen Schwarzen an Bord gesehen. Mhm. Wobei, wir waren ja auch noch nicht im Maschinenraum. Ja. Ich versuche mal, mit ihm Kontakt aufzunehmen, nicht? Hello, do you speak English? Sie sprechen Deutsch, umso besser. Alles klar. Brauchen Sie Hilfe? Bitte, wohin wollt? Nach Europa. Kein Problem, 200 Kilometer in die Richtung schwimmen. Ja, kann Sie gar nicht verfehlen. Bitte, was wollen Sie? Asyl? Bei uns? Warum? Werden Sie verfolgt? Ich meine, schauen Sie, wir können ja nicht alle aufnehmen, die so im Meer rumschwimmen, ne? Ach, Sie sind allein. Naja, aber schauen Sie, wenn wir Sie jetzt aufnehmen, nicht wahr, dann doktern wir doch nur an den Symptomen herum. Man muss doch die Ursachen Ihrer Flucht beseitigen, nicht wahr? Langfristig denken. Ja, sicher, kurzfristig sieht es jetzt nicht gut aus für Sie. Aber Sie müssen sich auch mal in unsere Lage versetzen. Nein, 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 Sie sollen nicht an Bord kommen, Sie sollen sich nur in unsere Lage versetzen. Ja. Natürlich braucht Deutschland Zuwanderung, ja, aber eben Qualifizierte. Ja, ja. Haben Sie einen Abschluss? Was? Professor, sowas können wir immer brauchen. Was? Haben Sie ein Zeugnis? Ja, dann müssen Sie das nächste Mal laminieren. Was? Vielleicht reichen, was er. Hören Sie! Was wären Sie denn gewesen? Professor für Philosophie! Oh, toll! Oh, da können wir tiefer gehen in der Diskussion. Ne? Herr Professor! Herr Professor! Ach, da sind Sie wieder! Herr Professor! Hören Sie, Sie als Betroffener und Experte, was würden Sie denn an unserer Stelle tun? Ja, das ist ja auch ein interessantes moralisches Dilemma, in dem wir stecken, finden Sie nicht? Ihr Recht auf Asyl steht unserem Recht auf Erholung und Urlaub ja irgendwie entgegen. Ja, wir wissen, Asyl ist ein Grundrecht, aber ein sehr komplexes. Verstehen Sie, an Bord könnten wir Ihnen helfen, aber wir können Ihnen nicht an Bord helfen. Ja, schauen Sie, wenn wir Ihnen helfen, dann wollen alle anderen auch. Ja, und das gefährdet ja die Akzeptanz in unserer Bevölkerung. Das wäre Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. Und das können Sie nicht wollen. Also gerade angesichts unserer Geschichte. Oh, oh, ich bin spät dran. Ich habe noch Wassergymnastik. Ja? Stößchen. Wissen Sie noch, Lampedusa, vor einem Jahr über 360 Ertrunkene. Ja, da waren alle geschockt. Der Papst hat gesagt, es ist eine Schande. Und wenn es etwas gibt, womit sich die katholische Kirche auskennt, dann damit. Nee, die Italiener haben ihre Aktion Mare Nostrum gestartet und mit ihrer Marine 150.000 Menschen aus dem Wasser gefischt. Und ganz Europa war dankbar und stolz, dass Italien das alles bezahlt hat. Jetzt wollte Italien nicht mehr oder konnte nicht mehr bezahlen, hat in Europa rumgefragt, könnt ihr uns ein bisschen helfen? Hat sich keiner gemeldet. Nur Deutschland hat gesagt, ja, ja, wir würden schon, aber wir wollen nicht. Und dann hat Italien Mare Nostrum eingestellt. Europa hat gesagt, kein Problem, wir machen eine eigene Aktion mit unseren eigenen Grenzschützern von Frontex. Wir, also gut, wir machen es mit weniger Ehrgeiz, weniger Booten, dafür mit viel weniger Geld. Und wie benennt man eine Aktion, bei der es von allem weniger gibt? Genau, Frontex Plus. Hat auch einen anderen Namen, Triton, aber ich finde Frontex Plus besser, weil Frontex Plus hat sowas von Always Ultra. Na, verstehen Sie, ein bisschen unbequem, aber zum Abdichten reicht's. Weil das ist der Zweck
von Frontex Plus. Abdichten, die Seelinie. Das hat unser Innenminister de Maizière hat das auch noch mal bestätigt. Er sagt, ja, Hauptzweck davon ist die Grenzkontrolle. Hat mir ihn gefragt, sagen wir mal, also wirklich jetzt hier, ist der Hauptzweck nicht so ein paar Flüchtlinge aus Seenot zu retten? Dann hat das deutsche Innenministerium gesagt, nein, dafür hätte Frontex Plus weder das Mandat noch die Ressourcen. Verstehen Sie? Flüchtlinge vom Ertrinken retten, das ist jetzt zu teuer. Italien hat gesagt, sie haben 114 Millionen bezahlt für Mare Nostrum in einem Jahr. 150.000 Menschen haben die damit gerettet. 150.000 Menschen. Ich rechne so ungern Menschenleben hoch, aber bei Geretteten machen wir mal eine Ausnahme. 114 Millionen geteilt durch 150.000 gerettete Menschen macht, ich habe das schon mal für Sie vorbereitet, 760 Euro pro Menschenleben. Das ist zu teuer. Das ist in Europa, einem der reichsten Kontinente der Erde, zu teuer. Und 114 Millionen sind nicht aufzutreiben in einem EU-Haushalt, der immerhin 115 Milliarden beinhaltet. Wissen Sie was, ich habe mal nachgeschaut. Das Europäische Parlament macht jeden Monat einen Ausflug. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Da ziehen alle Abgeordneten von Brüssel nach Straßburg mitsamt ihren Akten für eine Sitzungswoche. Ist ein Symbol für irgendwas, hat schon jeder vergessen, wofür. Ist einer der größten Wanderzirkusse der Welt. Der Europäische Rechnungshof hat das mal berechnet, was das alles kostet im Jahr. Und jetzt halten Sie sich fest. 114 Millionen Euro im Jahr. Verstehen Sie, das sind unsere europäischen Werte. Wir schicken Abgeordnete mit Lastwagen und Zügen durch Europa. Aber Boote schicken, wenn Kinder ertrinken, das ist unbezahlbar. Liebe Spiegelredaktion, wir waren nicht immer einer Meinung in letzter Zeit. Aber es wäre doch mal Zeit für ein neues Cover. Nur mal als Vorschlag vielleicht. Oder ist das zu polemisch?